Ganz aus Gnade. Eine Botschaft an alle, die nach Errettung suchen. Ein Buch geschrieben von C.H. Spurgeon. Ein Wort an den Leser. Der Zweck dieses Buches ist die Errettung des Lesers. Der Autor des Buches wird sehr enttäuscht sein, wenn es nicht viele zum Herrn Jesus führt. Ich habe es im kindlichen Vertrauen auf Gottes Macht geschrieben, damit er es zur Bekehrung gebrauchen kann, wo es ihm gefällt. Und ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass viele Männer und Frauen dieses Buch zur Hand nehmen, an denen der Herr sein Werk beginnen wird. Um diesen Zweck möglichst gerecht zu werden, habe ich eine möglichst deutliche Sprache und viele schlichte Ausdrücke gebraucht, so dass jeder es verstehen kann. Gott allein weiß, wie viele durch das Lesen dieses Buches den Weg zu Christus finden werden. Eine entscheidende Frage für dich ist: Wirst du einer von ihnen sein? Ein Mann ließ an einem Wanderweg eine Pumpe errichten und hängte mit einer Kette einen Becher daran. Einige Zeit später erzählte man ihm, dass ein großer Kunstkenner über die Schlichtheit der Pumpe gespottet hat. »Aber«, fragte der Mann, »trinken denn nicht viele Durstige davon?« Als er hörte, dass sehr viele Männer, Frauen und Kinder ihren Durst dort löschten, lächelte er und sagte, ihn störe die Kritik des Kunstkenners überhaupt nicht. Er hoffe nur, dass der Kritiker selbst an einem heißen Sommertag den Becher füllen und Gott für die Erfrischung loben würde. Dieses Buch ist meine Pumpe und mein Becher. Wenn jemand etwas daran auszusetzen hat, dann soll er es gerne tun. Die Hauptsache ist, dass er von dem Wasser des Lebens trinkt. Lieber möchte ich für den ärmsten Straßenfeger oder Lumpensammler zum Segen werden, als einem Adeligen zu gefallen, bei dem es mir nicht gelingt, ihn zu Gott zu führen. Hast du selbst ein bestimmtes Ziel beim Lesen dieses Buches? Dann hoffe ich, dass es dasselbe Ziel ist, für das ich dieses Buch geschrieben habe. Dass du Jesus Christus kennenlernst und den Weg zum Himmel findest. Ich habe dieses Buch mit viel Gebet geschrieben, und ich hoffe, dass auch du Gott darum bittest, dich zu segnen, während du es liest. Es gehört zu Gottes großem Plan, dass du diese Seiten in Händen hältst. Nimm dir Zeit, sie zu lesen, und schenke ihnen deine ganze Aufmerksamkeit. Gottes Wort sagt: Heute, wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Hebräer 4, Vers 7. Ich hörte einmal folgende Geschichte. Ein Prediger wollte eine arme Frau besuchen, um ihr eine kleine Spende zu bringen. Mit dem Geld in der Hand klopfte er an ihre Tür, aber sie öffnete nicht. Er dachte, sie wäre nicht zu Hause und ging wieder. Wenig später traf er sie in der Kirche und erzählte es ihr. Ich stand vor ihrer Wohnung und klopfte mehrere Male, aber ich bekam keine Antwort, deshalb dachte ich, sie wären nicht zu Hause. »Wann genau war das?« fragte die Frau. »Es war ungefähr gegen Mittag.« »Ach«, sagte sie, »ich hörte sie, und es tut mir leid, dass ich nicht öffnete, aber ich dachte, es wäre der Vermieter, der sein Geld einfordern wollte.« Vielleicht kennst du Ähnliches aus deinem eigenen Leben. Es ist mein Wunsch, dass das, was ich zu sagen habe, von vielen gehört wird, und deshalb möchte ich zu Beginn deutlich sagen, dass ich nicht komme, um etwas zu verlangen. Wirklich, es ist nicht der Zweck dieses Buches, irgendetwas zu fordern, sondern zu sagen, dass die Errettung ganz aus Gnade geschieht. Das heißt, sie ist frei, gratis, ein Geschenk. Wenn ein Prediger die Aufmerksamkeit seiner Hörer gewinnen möchte, denken viele: Aha, jetzt wird mir meine Pflicht vorgehalten, jetzt wird das eingefordert, was ich Gott schuldig bin.
aber weil ich nichts habe, womit ich es bezahlen kann, tue ich so, als wäre ich nicht da. Dieses Buch kommt nicht, um irgendetwas zu verlangen, sondern um etwas zu bringen. Ich möchte nicht von Gesetz und Pflicht und Strafe reden, sondern von Liebe und Güte und Vergebung und Gnade und ewigem Leben. Tu also nicht so, als wärst du nicht zu Hause, sondern höre zu, was ich dir zu sagen habe. Ich komme im Gottes Namen, um ein freies Geschenk zu bringen, und wenn du es annimmst, wirst du glücklicher sein, als du dir jemals vorstellen kannst. Gott selbst möchte uns etwas über unser jetziges und ewiges Glück sagen, und er würde dies nicht tun, wenn er es nicht gut mit uns meinte. Jesus klopft an unsere Tür mit der Hand, die er für verlorene Sünder ans Kreuz schlagen ließ. So sehr liegt ihm unser Wohl am Herzen. Deshalb hör gut zu, denn vielleicht ist die Zeit gekommen, in der du das ewige Leben bekommen sollst. Der Glaube kommt durch die Verkündigung des Wortes Gottes, also auch, während du dieses Buch liest, das sich mit Gottes wunderbarer Botschaft befasst. Großer Gott, schenke deine Gnade.